Sei gegrüßt im letzten Tutorial. Muss ich aufpassen. So, im letzten Tutorial haben wir geschaut, wie wir so ein Trapezblech zusammenbringen, das gebogen ist. Das ist ja in der normalen Bibliothek nicht vorhanden. Man würde natürlich hier die ganz normalen Paneele drüberlegen und weil das Blech in dieser Achse so weich ist, würde es sich einfach drüber biegen. Das wäre überhaupt kein Problem. Und einfach mit Übergriff. Und in Archicad gibt es natürlich ein Trapezblech als GDL, aber das lässt sich nicht biegen. Und da müsste ich dann wirklich sehr viel Anpassungsarbeiten machen, während auf diese Art, wo wir es jetzt gemacht haben, biegt sich das hier wirklich wunderschön drüber, was eigentlich eher realistisch ausschaut und auch ist. Und die darüber liegende Schicht sind jetzt einfach, ist einfach eine Schale. Diese hier. So, jetzt geht es darum, dass wir hier unsere Abflussrinne, unsere gedämmte einfach gestalten. Und ich gehe jetzt mal wieder in einen Schnitt, in den Querschnitt des Gebäudes und sehe jetzt hier schon die einzelnen Baustoffe. Die kopiere ich mir jetzt einfach mal. Steuerung C. Und dann gehe ich wieder in ein Profil. Sage wieder eigene, bearbeiten und Steuerung V. Stell mir das mal irgendwo in das Profil rein. Das braucht jetzt ein wenig. Denn die Trapezbleche, ja, mir des aktuellen Ausschnittes einfügen. So. Schaut ja schon ganz gut aus. Da braucht er jetzt für diese Geometrie sehr viel Platz. Ich schneide mal schon mal was weg. Steuerung Ö. Das kommt alles weg. Alles weg. So. Hier geht es mir auch nur um die Geometrie des Ganzen. Ich brauche in Wirklichkeit hier das Dach. Hier möchte ich dann eine Wärmedämmung runter haben. Hier möchte ich meine Rinne im Gefälle reinlegen bis zum nächsten Abfluss. Wobei das Gefälle bringe ich jetzt nicht zusammen. Das würde ja im Profil dann doch ein bisschen zu viel verlangt sein, aber ich kann ja genug Platz lassen, dass man es dann wirklich ausführen kann. Also, Alt-Klick und ich sage jetzt einmal, am besten von hier nach hier, ich lege mal hier Wärmedämmung hin, Komma 1, dann lege ich hier Wärmedämmung hin und jetzt verbleche ich das Ganze, das heißt, ich gehe hier auf Metallblech und kann dann, so hoch ich eben das, den Anschluss brauche, gehört das so, fahre hier weiter, suche mir die Kante, fahre oben ein bisschen oben drüber, damit ich eben das Gefälle zusammenbringe. Hier habe ich R,29. Da werde ich dann einen Blechaufstand haben müssen, also Komma, ich lasse es Komma 29 und mache es eben so hoch, man das eben dann brauchen würde, damit keine Dachlawine entsteht. Und ja, kann man nur eins, einen Zentimeter und herunter. Ah, das war falsch. Ja, das war jetzt nicht so gut. Da ist es auch wieder kein Fehler, das im Grundriss zuerst zu machen. Nein, das spare ich mir jetzt. Ich sage Steuerung Großschreib E. Ich kopiere das in sich, mache es um 0,005 kleiner
Sack zum größeren. Man sieht jetzt das kleinere nicht, aber es ist da. Leertaste. Schneid das kleinere weg. So. Das kleinere löschen. Den größeren möchte ich jetzt einmal sehen, in Volllinie rundherum. Und ja, mache hier mal einen neuen Punkt, den ich hier mal drauf setze. Und hier diesen Punkt gebe ich in dieser Richtung einfach ganz raus. Und somit habe ich die Outline. Das hier kann ich eben auf diese Höhe setzen. Das wird dann so umgebürdelt, kann man sagen. Gut, und dann brauche ich eben noch für meine Fassadenplatten, die hier heraufkommen, noch eine Verblechung, die oben drüber geht. Alt-Klick. Das heißt, dass ich es irgendwie sehe. Radius 8 cm. Das waren 8 Meter. 0,08. 0,05. 0,005, nein, das war zu wenig. 0,00, doch, 0,05, das passt schon. Und dann 0,005 bis hierhin wieder in diese Richtung. 0,005. Bis hierhin, weiter, 0,005. Und dann würde ich einfach das auf Abstand hersetzen und schließen. Und dann würde ich das noch etwas bereinigen, dass es im Profil nicht zu viele Punkte gibt. Und das kann ich ja jederzeit dann etwas weiter rausziehen, wenn ich es dann brauche für die Fassade. Mit 5 cm ist mir das eh etwas zu klein. Ich möchte gerne 8,08, 8 cm mindestens haben. Das heißt, das hier und dann noch 2 cm Überstand. Und was nie ein Fehler ist, wenn man ein leichtes Gefälle nach innen macht, wenn hier dann später Schnee drauf liegt, dass es nach innen in die Rinne weggeht. Das war zu viel. Nochmal. Oder überhaupt eine Aufbürdelung außen. Dass es auf alle Fälle nach innen wegfällt, dein Schneehäubchen nicht außen runterfällt, jemanden auf dem Kopf. So, da müsste man hier wahrscheinlich noch irgendeine Zuluft machen, dass es hier durchlüftet wird. Aber das geht hier von der anderen Seite auch. Und ja, das und das möchte ich auch sehen. Und hier sollten ein Nullpunkt sein. Und alles andere kann ich schon wieder löschen. Das brauche ich nicht. Zurück, da habe ich zu viel gelöscht. Gut. Mal das hier. Ohne dem. Das hier weg. Laufrahmen nicht mehr und schauen wir mal an, ob nur irgendwo Leichen herumliegen. Nein, das schaut ganz gut aus und das kann ich ja dann
so lang machen, wie ich sie vielleicht wirklich brauche. Gut, das müsste eigentlich reichen. Und das stelle ich mir hier, Steuerung E. Wo ist der Nullpunkt? Da ist er. Mal in die Nähe. Steuerung E von hier auf den Nullpunkt. Ja. Brauche ich zwar nicht. Das Ganze eben wieder als Träger. Würde auch als Wand wahrscheinlich auch gehen. Und sichere ich als Rinne. Rinnenprofil drauf und Kante alle. Und alles, was da drinnen ist, natürlich dann als andere. Okay, passt schon. So, ich gehe wieder ins Dach. Und möchte gerne das Erdgeschoss als Transparentpause sehen. Ich möchte nämlich hier genau die Rinne dann reinlegen. Hier den Träger. Drauf, Rinnenprofil, drauf, Kante, Halle. Wenn ich jetzt hier anfange, muss ich dann noch einmal das Ganze etwas verschieben. Moment, hier bin ich noch nicht wirklich dort. Das hier. Und das hier ergibt mir hier den Punkt, von dem ich weg muss. Und hier Großschreibtaste festhalten auf diesen Punkt. Und das Ganze noch in Schnitt in die richtige Höhe geschoben. Denn das jetzt irgendwo herumguckt. So, Steuerung 3. Das bedeutet, wir haben hier die Rinne bereits drinnen. Ich könnte jetzt natürlich schon das Profil weiter nach vorne gehen lassen, wie immer man das dann wirklich ausführt im Detail. Aber was ich jetzt auf alle Fälle kann, ist, wenn ich wieder in meine schöne Ansicht gehe hier, ich habe hier unten meinen schönen Mittelpunkt, Steuerung M Mirror, dieses hier. Und schon ist es auf der anderen Seite auch. Steuerung 3. So, wie gesagt, ein echtes Gefälle gibt es jetzt bei diesem Profil nicht. Aber der Platz dafür ist ja da. Und in der wahren Welt würde man das dann einfach eben richtig mit entweder innenhacken oder Unterleg wäre mit dem Keilen ausführen, dass ich dann irgendwo entlang meiner Stütze dann meine Rinne herunterfahren kann, ohne dass ich ja die Kranbahn oder irgendwas erwische. Gut, einmal bis hierhin und viel Erfolg weiterhin.